Bei der Vorstellung dieser Eisökosysteme war bei diesen ganzen verschiedenen Boxen, welche verschieden gefärbt waren, ein Schirm darüber. Das heißt, als Schirm ist die Atmosphäre zu sehen, weil permanent Material deponiert wird aus der Atmosphäre bzw. auch verfrachtet wird. Kurzfristig, längerfristig, man kann es von Kontinent zu Kontinent beobachten, beziehungsweise auch sehr lokal. Aber die Atmosphäre war früher eigentlich immer als Transportkorridor gesehen. Also über die Atmosphäre, über diese Wolkenpakete sind Partikel transportiert worden, irgendwo abgelagert. Heute hat man eine neue Erkenntnis, dass die Atmosphäre genauso gut Lebensraum sein kann. Das heißt, in Wolkentröpfchen finden Organismen, die jetzt zufällig nach oben gebracht wurden durch warme Luftströmungen oder durch Winde, genauso gut ihre Lebensgrundlage durch flüssiges Wasser bzw. auch durch Nährstoffe. Es kann jetzt sein, dass sie auf Aerosolen drauf sitzen. Das ist dann praktisch so wie Äste auf Rädern, dass sie auf ihren Nährstoffen sitzen und somit weiter transportiert und dann irgendwo zufällig deponiert werden. Das heißt, von diesem alten Wissen, dass es Transportkorridor war, ist man abgekommen und weiß nun, dass es nicht nur verfrachtet wird, sondern auch dort Reproduktion und Metabolismus geben kann. Was jetzt der limitierende Faktor ist, natürlich, ist die Lebensdauer von einer Wolke. Und jeder weiß natürlich, es gibt verschiedene Typen von Wolken. Manche sind lang, manche sind kürzerlebig. Diese Wolken, welche zum Teil einfach nur aufsteigen vom Boden durch die Produktion von Feuchtigkeit und sich dann wieder auflösen, leben vielleicht nur einen Tag. Aber sehr hohe Wolkenbänder, wie zum Beispiel Cirruswolken, können über Wochen überdauern und können auch sehr lange Distanzen zurücklegen. Und dieser neue Lebensraum ist wirklich auch von globaler Bedeutung, wobei die Zellzahlen natürlich sehr, sehr gering sind, die wirklich auch diesen Transport überleben, weil es passiert ja zufällig, das ist nichts Gewolltes, sondern ein rein zufälliges Mit nach oben bringen. Und wenn man sich die Zellzahlen vielleicht vor Augen führt, ein klassisches Beispiel, 1 Milliliter Seewasser eines durchschnittlichen Talsees hat vielleicht 1 Million Bakterien, 1 Milliliter Wolkenwasser hat vielleicht 1500 Bakterien. Also die Zellzahl ist wirklich massiv geringer, aber trotzdem aktiv. Sie spielen natürlich auch eine andere Rolle bei der Klimaentwicklung. Zum Teil spielen sie mit. Also so wie jeder Partikel, der in diesen hohen oder in diesen großen Höhen vorhanden ist, wo jetzt stark unterkühltes Wasser, welches noch nicht gefroren ist, als Eiskeim bilden kann. So können auch Bakterien Eiskeime sein oder als Eiskeime fungieren, wobei dieses stark unterkühlte Wasser anfriert und somit auch deponiert werden kann. Man hat auch damit spekuliert, dass diese Bakterien in der Luft das Klima bestimmen können. Das ist eine reine Hypothese. Sie wirken als Eiskeime, ja, aber die Zellzahl ist natürlich extrem gering. Und es können auch verschiedene Substanzen abgebaut werden, beziehungsweise können natürlich auch Pathogene verfrachtet werden. Zum Teil finden wir auch bei uns in den Alpen immer wieder Sahara-Staubeinträge, wo wir auch Organismen, welche charakteristisch sind für die Sahara, feststellen konnten. Für den Kohlenstoffzyklus ist jetzt die Kryosphäre wesentlich. In welcher Form ist eben die große Frage, ist es eine Oase für diese Organismen oder ist es praktisch nur ein Ablagedepot?
Und hier ist ein Versuch, das anhand der Generationszeiten von den Bakterien etwas bildlich darzustellen. Ab wann ist ein Habitat ein Zellreservoir? Ab wann hat es eine gewisse Wichtigkeit und ab wann ist es wirklich global wichtig? Und wir haben hier zum Beispiel Gletscherproben aus der Arktis, der Antarktis und den Alpen gegenübergestellt, wobei die Verdoppelungszeiten überraschenderweise von einem speziellen alpinen Gletscher extrem lange waren, was eben recht paradox war, weil die Lebensbedingungen etwas milder sind als in Polargebieten. Aber wenn Sie sich hier die Polargebiete ansehen, dann sehen Sie, dass die Verdoppelungszeiten relativ kurz sind und somit auch für den gesamten Kohlenstoffkreislauf wirklich eine Relevanz hat. Wenn man versucht, das global aufzurechnen, was kann jetzt ein Gletscher in ökologischer Hinsicht, wie viel kann eine Gletscheroberfläche produzieren an Nährstoffen, so haben wir das versucht, jetzt anhand eines arktischen Gletschers etwas aufzumodellieren, wobei wir die bakterielle Produktion gemessen haben und das auf eine große Fläche bezogen haben. Und das Ergebnis war eben, dass eine Gletscheroberfläche in der Größe von einem Hektar pro Jahr ungefähr 2 Kilogramm organischen Kohlenstoff bilden kann. Sagt einem jetzt natürlich nichts, aber dieser Wert ist vergleichbar mit einem temperierten Boden. Und das war schon sehr überraschend. Und hier sehen Sie auch das Zusammenspiel von diesen proglazialen Seen und wo die Endmoränen ca. 100 Jahre früher gelegen sind. Also ein sehr dynamisches System, wo eben auch die Gletschervorfelder sehr profitieren von dieser organischen Produktion.